Kapitel 14 Weg in den Himmel. Oyster Bay, 25. September 51. Da sind wir in unserem schäbigen Apartment. So, erstmal wieder was anziehen. Was ziehen wir heute an? Hemd und Hose. Wir gehen heute mal ein bisschen förmlich raus, obwohl ich die Farbe ein bisschen hässlich finde. Aber wir mussten hier vorhin fix was kaufen, damit uns die Polizei nicht so sehr kriegt. Ja, wir haben das letzte Mal den Chinesen umgebracht. Warum ist unsere Scheibe kaputt? Was ist denn der Quatsch? Verdammter Mist. Hier, ich gehe halt ran. Peter, bist du soweit? Klingt das danach? Du hast mich aufgeweckt. Dann komm in die Puschen. Wenn wir Brunos Geld heute nicht auftreiben, sind wir am Arsch. Und wie zum Teufel sollen wir die 50 Riesen auftreiben? Keine Ahnung. Aber bestimmt nicht, indem wir im Bett rumliegen. Ich hab was für den Anfang. Ein Job von Eddie. Bringt gut Geld. Ohne Scheiß? Ja, ich hol dich in ein paar Minuten ab. Also, zieh dich an, schnapp dir eine Knarre und warte draußen auf mich. Ich erzähl dir alles im Auto. Ich hoffe, das ist nicht wieder eine von deinen genialen Ideen, Joe. Hey, dazu bin ich nicht in der Stimmung. Echt? Dann sind wir schon zu zweit. Ja, ja, schon gut. Bist du jetzt dabei oder nicht? Klar, wieso nicht? Wann kannst du hier sein? Ich rufe am Waffenladen um die Ecke an. Ich bin in einer Minute bei dir. Ich warte hinter dem Haus auf dich. Bis gleich. Okay, Knarre haben wir ja. Wie? Achso, hier sind wir. Alles klar, ich hab verstanden, wo wir sind. Hallo Joe. Lass mich raten, ich fahre. Was ist denn das für ein Schlitten? Eddie hat ihn uns für diesen Job gegeben. Schick, oder? Hier, du fährst. Mir brummt noch der Schädel von letzter Nacht. Ich hätte wir vielleicht nach Greenfield was essen sollen. Ist wohl ein bisschen spät ins Bett gekommen, hä? Ja, ich konnte auch nicht schlafen. Aber eine Flasche Scotch hat es geregelt. Warte mal, können wir nochmal zurück, um was zu essen holen? Das wäre gar nicht mal so verkehrt. Hoppa, 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 Kühlschrank. Da hat es an der Tür geklopft. Warum? Das weiß ich nicht. Mal gucken, bringt uns die Cola was? Ja. Gut. Dann haben wir. Los. Hey. Mach Platz. Gut, ciao. Einsteigen. Fahr nach Greenfield. Ach, Tempomat. Was machen wir denn in Greenfield? Okay. Bau keinen Unfall. Sag mir jetzt, was Sache ist. Wir fahren dahin, knallen den Typen ab und fahren weiter. Ist ein Kinderspiel. Warum? Es handelt sich um einen Gefallen für eine Familie aus einer anderen Stadt. Eddie hat mir diesen Umschlag mit Anweisungen gegeben und gesagt, es muss sauber ablaufen, noch heute über die Bühne gehen. Warum macht das die andere Familie nicht selbst? Eddie sagte, sie haben lang gebraucht, um den Mann zu finden. Jetzt haben sie Angst, dass er wieder untertaucht, wenn es nicht gleich erledigt wird. Hier, ist ein Foto von ihm. Was hat er angestellt? Er hat seine Familie beim FBI verpfiffen. Dann hat er es nicht anders verdient. Moment mal, wenn er mit dem FBI kooperiert hat, steht er vielleicht immer noch unter Polizeischutz. Ist doch egal, wir kriegen ein paar Riesen für den Job. Also ist es das Risiko wert. Wie du meinst. Hey, wir brauchen im Moment jeden Penny, den wir kriegen können. Nach diesem Job sucht jeder von uns sich was anderes. Okay. Da steht, wir sollen ihm eine Nachricht übermitteln, bevor wir ihn mundtot machen. Hier. Hier ist sie. Okay, ich hab's. Und hey, kein Wort über gestern zu Eddie. Wir waren nie dort. Das letzte Schlitzauge, mit dem wir zu tun hatten, hat gebratenen Reis geliefert. Kapiert? Ist doch klar. Hältst du mich für bekloppt? Darüber beraten die Geschworenen noch.
Wollte nur sicher gehen, dass du keinen Schnitzer machst. Ja, dann fahren wir halt los und bringen schon wieder jemanden um. Das Mafia-Geschäft ist echt ganz schön blutdurstig. Na komm, wer ist schneller? Ich habe keinen Unfall gebaut. Wenn uns ein Irrtrat schuld, go, alles nochmal öffnen. Ja, ich weiß, dass rot war. Ja, da, wie gesagt, da war gerade eine Nachbarin da, die hat gefragt, ob sie mein Auto ausleihen kann morgen oder so. Und ja, das werde ich ja dann sehen. Ja. Mal gucken, was uns da erwartet bei diesem FBI-Agenten, Spitzel, whatever das auch immer sein mag. Und was für eine Nachricht wir ihm dir bringen werden. Und wie er aussieht. Ich habe so das dumme Gefühl, dass wir diesen Menschen kennen werden. Obwohl, wir haben ja das Foto gerade eben schon gesehen, also. Und wir haben nichts davon durchscheinen lassen, dass wir den Menschen kennen. Verrückt. Ja, und sonst so? Da nichts zu sehen. Das sieht trotzdem schon ziemlich cool aus, muss man sagen. Da müssen wir mal so einen kleinen Gang durch die Stadt machen. Irgendwie. Ich bin ja so dieser Story-Mensch. Und dann, ja, Story zu Ende, Spiel zu Ende, mehr oder weniger. Was soll ich hier aus sinnlos in der Stadt rumfahren, ohne dass ich irgendwas erledigen kann? Das erschließt sich mir grundsätzlich relativ wenig. Ja, wir hätten vielleicht mal so weiter machen können. So. Hier waren wir doch schon mal. Hier war doch unsere alte Bude. Warte mal, wo war denn unsere alte Bude? War die dort? Ne, die war hier. Guck! Da rein. Wir schauen uns mal unsere alte Bude an. Die muss ja eigentlich weißt komplett du noch, abgefackelt was du sein. Ja. Gut, dann kann es ja losgehen. War die hier? Nee. Da ist er! Und sie ist komplett abgefackelt. Warte mal. Ich steig wieder in den Wagen. Ich will mal was gucken. Ist mein Zeug noch in der Garage drin? Ich komme nicht mal in meine eigene Garage rein. Wie mystisch ist das denn, bitteschön? Kommen wir hier irgendwo rein? Die Knarren liegen hier auch nicht mehr rum. Schade. Dann gehen wir halt wieder zu unserem Auto. Fahren zu dem Fuzzi. Ich baue nie Unfälle mit Autos. So, Handbremse. Da sind wir. Nee, oder? Wie grad? Nein. Wie krass ist das denn? Mr. Angelo? Ja? Mr. Salieri bestellt schöne Grüße. Ah,
Ach du Scheiße, wie krass ist das denn? Ich sagte, ein Kind der Stufe. Wie übel ist das denn? Geh weg hier! Wir haben ein Tötungsdelikt. Das ist ja der Hammer. Das hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Tatsächlich unter Polizeischutz. Das sieht Eddie ähnlich, um wichtige Einzelheiten wie die hier wegzulassen. Oh Scheiße. Ich hab übelst Gänsehaut gerade. Das ist ja echt der übelste Shit. Ihr solltet unbedingt Mafia 1 spielen, dann wisst ihr, warum ich gerade Gänsehaut habe. Das ist echt Wahnsinn. Scheiße, das war knapp. Okay, bring mich nach Kingston. Da steht ein Wagen von mir. Und das Geld? Ja, hätte ich fast vergessen. Eddie hat im Voraus bezahlt. Hier ist dein Anteil. Ja, wir fahren mit Sicherheit nicht bis dort hoch. Vito, womit kann ich dienen? Wagen reparieren, Felgen wechseln, Kennzeichen wechseln. Wir machen das. Kennzeichen kaufen und schon wird unser Auto nicht mehr gesucht. Nur noch wieder. Danke für den Besuch. So. Was passiert, wenn wir an denen jetzt vorbeifahren? Erkennen die uns? Ne, zum Glück nicht. Gut, das heißt, wir können ganz ruhig dorthin fahren, solange wir nicht aussteigen. Wir müssen erstmal ein Tempomat reinmachen, weil sonst gibt es wieder Ärger von der Polerei, wenn wir zu schnell unterwegs sind. Die mögen das scheinbar irgendwie nicht so richtig. Im Rote Ampel kann man drüber fahren. Aber zu schnell fahren, das geht ja mal gar nicht. So. Swift. Das war echt. Da haben wir gerade. Ich komme damit nicht klar. Das ist eine richtig ziemlich geile Überraschung. Das kann man echt nicht anders sagen. Mann. Als wer Mafia 1 nicht kennt, sollte Mafia 1 jetzt unbedingt spielen. Der wird wissen, was es mit dem alten Mann auf sich hat. Das ist großartig. Das hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet, sowas. Was für eine Verbindung. Mann. Herrlich. Ich komm da nicht so gut weg. Ich hab nichts gemacht. Wir sind doch bei den Irren oben. Ja, hier oben ist die irische Bar. Okay, viel Glück beim Auftreiben deiner Hälfte. Komm zu mir nach Hause, wenn du es hast. Okay, bis später. Okay, fahr zu Dirk, Kunde dich, aber Arbeit für dich hat. Wo ist... Dirk ist, Ruski. Oh, bis da runter muss ich, soll ich jetzt fahren? Was machst du jetzt? Stellst du dorthin und brauchst eine. Was passiert, wenn ich Joe jetzt so umlege? Ich bin gewillt, das zu machen. Irgendwie.
warum hat der Polizist uns gerade so angeschaut? Klamotten. Wir haben sehr dicke. Ich habe genau das Richtige für Sie. Lederjacke von. '62, '82. Wir brauchen was Günstiges ein. Kommt noch etwas dazu, Sir? Haben wir eben eine andere Hemdfarbe, der erkennt uns zum Glück keiner mehr. Das ist nämlich ein Tarnhemd. Kommen Sie jederzeit. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Können wir wieder in unser Auto einsteigen, weil wir natürlich keine Tür mehr haben. Weil. Da hat tatsächlich jemand unsere Tür abgefahren? Was ist das denn für abgefuckter Scheiß? Das geht doch nicht. Einfach unsere Tür abfahren. Jetzt müssen wir echt so ein riesiges Stück bis dort runterfahren. Ah, nicht schön. Wir werden bestimmt so viele Unfälle bauen. Oh Mann, da haben wir echt so einen alten Mann getötet, der in direkter Verbindung zum Mafia Teil 1 steht. Uiuiuiui. Großartig. So, wenn wir hier rumfahren, mache ich erstmal das, was man nicht machen sollte. Ich gehe an mein Handy ran und schreibe eine Nachricht. Hoffentlich brauchen wir keinen Unfall. So. Ach, das ist echt so. Ich mag es ja überhaupt nicht, diese Strecken immer hin und her zu fahren. Das ist absolut nervig. Hätten wir auch mit der S-Bahn fahren können. Oder mit irgendwas anderem. Hahaha, wir gehen mal was angucken. Ich habe da eine Idee, was wir jetzt erstmal angucken gehen müssen. Vielleicht wisst ihr, was ich vorhabe. Hier wollen wir nicht rein. Da wollen wir auch noch nicht rein. Wir wollen in die nächste rein. Jetzt müsste theoretisch ja eigentlich noch diese Blutlache hier rum. Blutlache. Welches Haus war's? Sind wir richtig? Habt ihr scheiß Bullen echt mein Auto angefahren? Das muss hier gewesen sein. Haben wir vielleicht auch ein Playboy rumliegen? Mr. D'Angelo? Nein? Hier liegt auch keiner rum. War das die Villa? Ne, die war es auch nicht. Da sitzen ja noch Leute rum. Die spielen alle Schach. Ja, ich komm doch schon und hol mein Auto. Ihr seid aber auch ein paar Stresser. Okay, das war. Da war nicht mal ein Tatort oder so gekennzeichnet. Eigentlich. Eigentlich hätte da alles Mögliche abgesperrt sein müssen, weil ist ja gerade eben was passiert. Wohin? Normalerweise hätte auch ganz viel Polizei rumstehen müssen. Ich glaube, du machst ja Arbeit hier nicht richtig. Was wollen wir machen?
So, können wir mal den Wegpunkt hier ausmachen. Wir haben jetzt einen automatischen Wegpunkt. So, dann fahren wir halt wieder mal über die Brücke. Da waren wir ja gerade eben erst. Das sind so Sachen, die finde ich ehrlich gesagt immer so ein bisschen nervig, weil du fährst immer von A nach B ewig weit. Wir fahren jetzt so komplett durch die ganze Stadt, um zu fragen, ob wir einen Job dort unten haben. Und das ist nicht schön. Weil es passiert jetzt hier zwischendrin nichts. Ich fahre Auto, ich fahre im Tempomat und bitte von der Polizei nicht angehalten werden. Weil das ist auch wieder so nervig, dann muss ich wieder flüchten und dann mach ich das Auto noch mehr kaputt und dann muss das Auto reparieren oder muss es wieder für teuer Geld das Nummernschild ändern lassen. Das ist doch alles Blödsinn. So. So, jetzt fahren wir dort unten lang, am Wasser glaube ich. Jetzt fehlt ja schon eine Tür. Wir wollen ja nicht noch eine Tür verlieren. Könnte man ja fast schon sagen, wir haben eine Schraube locker. Das wäre echt doof. Ja. Oh gut. Das ist richtig Mist. Ich bin nicht langsam da. Hallo? Hallo? So, da sind wir wieder. Mir wurde gerade eine Kiste fränkisches Bier vorbeigebracht. Also mehrere Biersorten, was ich als kleines Dankeschön dafür, dass ich am Wochenende mal auf eine Katze aufgepasst habe. Beziehungsweise versucht habe, auf diese Katze aufzupassen, die dann da war. Hallo? Was ist hier los? Kann man doch bestimmt hier durchfahren. So, mal gucken, was uns jetzt erwartet. Und ich bin sehr aufgeregt, was es hier für geiles Bier gibt. Irgendwas wird hier doch jetzt richtig, richtig schief gehen wieder. Ich hab's im Urin. Wir haben den doch irgendwann schon mal bedroht gehabt. Hey, Vito! Danke, dass du gekommen bist. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Was geht's? Frank hat eine Besprechung mit den anderen Bossen und hat so gut wie all meine Leute als Bodyguards abgezogen. Und ich bräuchte jemanden, der einen Auftrag für mich erledigt. Derek, die Kerle weigern sich immer noch zu arbeiten. Was? Wieso? Wegen dem Blaumacher, den du gefeuert hast. Hey. Scheiße! Tja, Vito, dann muss der Auftrag warten. Kannst du uns erst in dieser Sache helfen? Worum geht's denn? So ein Typ ist eine ganze Woche lang nicht zur Arbeit erschienen, hat krank gefeiert. Das faule Schwein. Da habe ich das Arschloch rausgeschmissen. Und jetzt machen seine Kumpels dicke Arme und drohen mit Streik. Aber es dürfte reichen, wenn ich mit ein paar Leuten anrücke, mit denen nicht zu spaßen ist. Dann kriegen sie es mit der Angst und kommen zur Raison. Ich gebe dir $1000, einverstanden? Klar, bei so einer Summe sage ich bestimmt nicht nein. Prima, du musst nur hinter mir stehen und ein gefährliches Gesicht machen, oder Steve? Abwarten. Okay. Alles klar, wo müssen wir hin? Diese Wichser haben den Arsch wohl sperrangelweit offen. Das ist nicht das erste Mal, dass sie mir Scherereien machen. Weißt du, wie viele es sind? 3, 4, 10. Scheiße, woher soll ich das wissen? Ist das wichtig? Nein, aber was sollen wir mit ihnen machen? Kommt ganz drauf an, wie die Tarifverhandlungen ablaufen. Und es reicht, wenn ich rede. Ihr müsst nicht das Maul aufreißen und beweisen, was für Schwachköpfe ihr seid. Okay. Nun, was gibt's hier für ein Problem, Freunde? Wir möchten, dass Sie Big John seinen Job wiedergeben. Wer hier eingestellt oder gefeuert wird, bestimme einzig und allein ich. Und ich will ihn nicht mehr sehen. Mr. Pappalardo, haben Sie doch ein Einsehen. Er hat Familie. Er braucht die Arbeit. Meine Entscheidung steht. Ich hab's euch doch gesagt. Ruhig bleiben, Vinny. Wir klären das ganz ruhig. Ruhig? Wir reißen uns Tag für Tag den Arsch für diesen Fettsack auf. Und wenn uns mal was zustößt, wird er uns genauso fallen lassen jetzt wie John. Jetzt halt mal die Luft an, Jungchen. Ich will kein Wort mehr über diesen verfluchten Faulpelz hören. Was heißt ihr Faulpelz? Ihm ist eine Kiste draufgefallen während der Arbeit, verstehen Sie? Das Scheißding hat ihm beide Hände gebrochen. Das ist sein beschissenes Problem, nicht meins. Und jetzt schlage ich vor, ihr geht wieder an die Arbeit, bevor hier noch ein paar Unfälle stattfinden. Du verdammte Drecksau!
Ihr Arschgeigen geht mir allmählich schwer auf den Sack. Gewalt führt doch zu nichts. Runter mit den Waffen. Wir wollen keinen Ärger. Das kommt mir aber ganz anders vor. Und das könnte dazu führen, dass ihr mächtig Ärger kriegt. Wenn ihr keine Lust habt, euch neue Jobs zu suchen, dann seid ihr in 10 Minuten wieder an der Arbeit. So sind sie, Vito. Immer nur am Meckern und Jammern. Vito? Dann musst du Scalettas Sohn sein, nicht wahr? Dein alter Herr hat mir ganz oft von dir erzählt. Du siehst ihm ähnlich. Aber wieso arbeitest du für dieses Schwein? Halt dein dreckiges Maul. Kein Wort mehr. Gar nicht hinhören, Vito. Der Kerl verzapft nur Mist. Komm, gehen wir. Nur Mist, hä? Dieser Dreckskerl hat deinen Vater umgebracht, Vito. Was? Die wollen dich doch nur einwickeln. Derek? Hey, nimm das Ding vor meiner Nase weg. Frag ihn mal, wie dein Dad damals als ertrunken Maul. Ist. Er hat mit Steve einen Spaziergang gemacht. Und Steve ist allein zurückgekommen. Patschnass! Du sollst die Knarre runternehmen. Was ist mit meinem Vater passiert, Derek? Sag mal, drehst du jetzt durch? Glaubst du lieber mir oder ein paar ab sofort arbeitslosen Pennern? Wie lange kennen wir uns schon, Vito? Was habe ich nicht alles für dich getan? Wieso warst du nass, Steve? Bist du reingesprungen, um ihn zu retten? Weil er nicht unter Wasser bleibt. Halt deine blöde Fresse! Vito, du hast einen Eid geschworen. Ich war dabei. Unserer Familie bist du mehr verpflichtet als deiner leiblichen. Erzähl das meiner Mutter. Soll ich ihn umnieten? Nein, nicht hier. Mit dem rechnen wir später ab. Du enttäuschst mich, Vito. Du enttäuschst mich sehr. Ich werde noch viel mehr tun, als dich enttäuschen, Derek. Dein Vater? Nicht jetzt. Ich muss den Kerl erwischen, bevor er abhaut. Hauptsache, der elende Wichser kriegt sein Fett weg. Vinny, wo hast du die her? Lass mich mal machen. Okay. Die Chancen stehen 50-50. Zeigen wir dem Fettwanst, wer wir sind. Okay. Kommt mit, Männer. Das ist Wahnsinn. Haltet euch aus. Ihr kommt allein zurück. Karaffen mehr Schaden. Roller Vito. Geben wir Deckung. Ich hab dir nie getraut. Vom ersten Moment an. Na! Los, komm vor. Ah, fuck. Da waren wir wieder zu unvorsichtig. Das ist doof. Dann machen wir die ganze Chancen Zeit stehen 50-50. Zeigen wir dem Fettwanst, wer wir sind. Okay. Kommt mit, Männer. Das ist Wahnsinn, Jungs. Haltet euch aus. Vito kommt allein zurecht. Ein paar Waffen mehr schaden nicht. Vorwärts, Vito. Wir geben dir Deckung. Erst raus. Los, komm raus. Du wirst dich hier drin versteckt haben. Oben oder unten? Wie
Vito. Du machst den größten Fehler deines Lebens. Wir machen uns selbst zum Krankenfutter. Oh shit. Was wird hier passiert, wenn das rauskommt? Fuck. Okay. Müssen wir jetzt nochmal. Die Chancen stehen 50-50. Zeigen wir dem Fettwanz, wer wir sind. Okay. Kommt mit, Männer. Vito kommt allein zurück. Ein paar Waffen mehr schaden. Vorwärts, Vito. Wir geben dir Deckung. Ja, wie cool, was hast du? Lernt mal doch. Wo bist du hin? Komm raus. Hä? So. Dich hab ich. Läuft hier noch einer rum? Nein. Können wir oben lang? Würde mich jetzt mal interessieren, ob wir oben lang können. Wahrscheinlich nicht. Da sitzt der Flieger auf dem Monitor. Das ist okay, wir können hier nicht lang. Das heißt, wir müssen hier rein. Ich habe mein ganzes Leben lang versucht, nicht in die Fußstapfen meines alten Herrn zu kommen. So. Und dann erfahre ich, dass ich genau denselben Fehler mache. Es war gut, die Wahrheit zu kennen. Und durch Dereks Tod war für mich ein weiteres Problem gelöst. Okay. Das du, Dereks Büro, alles klar, das kriegen wir hin. Dereks Büro ist hier oben. Oh, ich glaube, ich habe Dereks Altersvorsorge gefunden. So. Das brauchen wir immer noch. 1100 noch irgendwas. Zutat haben wir alles. So, wie kommen wir jetzt raus? Kommen wir hier vorne raus? Bestimmt nicht. Nein. Brauchen wir noch Geld. Kriegen wir das Geld her? Geht dafür keine Munition. Baubeläden aus dem Bringautos zu Pruski. Alles klar, das kriegen wir hin. Kommen wir jetzt. Oh, jetzt muss man echt dort oben raus. Warum kriege ich nicht das scheiß Ding auf? Okay, hier ist jetzt alles wieder in Ordnung. Wir kommen jetzt allein klar. Und die Bullen? Ja, die könnten ein Problem werden. Aber jeder, der dabei war, wird schwören, es war Notwehr. Du warst nie hier. Danke. Viel Glück. Jesus, Maria und Josef. Gott helfe euch allen.
So. Jetzt müssen wir echt. Wir machen die einzige Sache, die richtig sinnvoll ist. Wahrscheinlich kriegen wir das Auto da hier nicht mal los. Müssen bestimmt in das Reichenviertel, das wäre bestimmt gar nicht mal so verkehrt. Verdammt! So. Da haben wir das Auto schon geklaut. Und jetzt müssen wir halt durch die ganze Karte fahren, um dieses verdammte scheiß Auto abzunehmen, damit wir ein bisschen Kohle haben. Warte mal. Ne, hier unten konnten wir Waffengeschäft. Wir konnten das Auto nur hier oben bei Pruski abgeben, gell? Dann machen wir das auch. Also wird das so eine Sache. Damit das Spaß macht? Ich weiß es nicht. Wir können ja hier mal versuchen, so einen Laden auszurauben. Dafür haben wir ein bestimmtes falsches oder falsche Flucht zu packen. Und dann diesmal halt durch die ganze Stadt, nur um ein bisschen Geld zu verdienen. Ach, das ist doch alles Mist, ich meine schon. Erzählt mal was. Was habt ihr Feines gemacht? Was macht ihr gerade schön? Das schreibst du mal in die Kommentare hinein. Oh Mann. Ich finde das doof, irgendwie die ganze Zeit zu wüten. Schreibt mir unten in die Kommentare. Entweder ihr schreibt was in die Kommentare oder lasst es bleiben. Ich muss jetzt nicht so einen riesigen Aufriss drum machen. Die Läden irgendwie nicht ausrufen, weil ich nicht erstes Mal nicht weiß, wie es geht. Zweitens Mal dann wieder gejagt wird in allen drum und dran. Das ist scheiße. Habe ich null Bock drauf. Jetzt kommen wir hier nicht mal auf die Straße, auf die Schnellstraße gleich unten drauf. Ach, das ist doch alles Mist. Können wir nicht da hinten irgendwo lang? Wieder hoch? Was denn? Echt jetzt? Also wie kacke ist das denn? Das gefällt mir mal überhaupt nicht. Oh. Wir wären sowieso nicht hier hochgekommen. Ach, das ist doch alles scheiße. Hier steht kein Auto drin. Mein Auto brauche ich nicht klauen. Oh. Bin dezent genervt jetzt gerade. So. Klar, das hat ja super funktioniert. Die Polizei fährt vorbei, während wir ein Auto klauen. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich hoffe, das Ding bringt jetzt wenigstens noch die letzten 1100. Nicht mal 1100. 1062. Das ist manchmal so zum Kotzen. Das macht halt nicht unbedingt Spaß. Wenn es heißen würde, klaue das und das Auto, bring mir das und das Auto, so wie es bei nur noch 60 Sekunden ist. Der hat das ja alles vollkommen in Ordnung, aber nicht so, dass es
bocke langweilig. Wahrscheinlich ist dieses Auto jetzt auch nur noch 500 wert oder irgend sowas und das bringt mir absolut nichts. Dann sind wir auch schon ordentlich gefahren, sodass wir hier überhaupt keine Probleme haben. Hin. Ja, ich bring dir ein Auto vorbei. Tag, Vito. Wie geht's? Im Moment habe ich nichts, Vito. Meld dich später. Ja und, wie werde ich das Auto jetzt los? Kann ich da hier in die Garage reinfahren? Kriege ich das Auto jetzt hin? Ja, hallo? Ich soll die Autos bringen. Aber was mache ich mit den Autos? Muss ich das dort reinfahren? Da komme ich nicht rein. Was mache ich mit den Autos? Baue ich das in die Schrottbörse vielleicht? Ich will das Auto ja nicht verschrotten. Was bringt denn? Okay, jetzt mal gucken, ob wir jetzt Geld kriegen. Also wenn nicht, ist das echt doof. 410. Tatsache, ich muss die Autos echt in die Schrottpresse fahren. Verdammt! Kommen. So, ein Auto, zwei Auto. Gucken, wie viel wir jetzt kriegen, weil der ist ja. Mit 21. Immer noch ein Auto. Echt sehr, sehr nervig, sowas, was wir hier gerade machen muss. Das ist echt so Beschäftigungstherapie. Das macht mir echt überhaupt keinen Spaß. Und euch macht es mit Sicherheit auch keinen Spaß, wenn ich die ganze Zeit irgendwie nur rumrenne, versuche irgendwo ein Auto zu organisieren, was ich gedacht. Die scheiß Fliege geht mir jetzt auch ein bisschen auf den Senkel. Ja, Mist, ich hab sie nicht erwischt. So, jetzt müssen wir hier draußen wieder irgendein Auto finden, was wir klauen können, was wir dann die nächsten paar Meter hierher fahren müssen. Oh, so ein Schrott. Ach so, rennen können wir auch. Dann rennen wir doch mal ein Stück. Dann geht bestimmt unsere Ausdauer runter. Wir können den jetzt nicht verschrotten. Da bin ich echt traurig. Aber jetzt zumindest steht doch wieder ein Auto, das heißt, es geht relativ fix jetzt. Thank you.
Und das Scheißding passt echt nicht da rein. Willst du mich verarschen? Das ist doch alles zum Kotzen. Also. Toll. Ja, ich will dich knacken. Mann, ey, wie ich sowas hasse. Das hat für mich nichts mit Spielfluss zu tun, das ist... Echt jetzt? Du willst mich jetzt nicht rückwärts dort reinfahren lassen? Lass mich gerade nicht kommen vor, wir jetzt auch nicht hier rein. Hoffentlich reicht das jetzt. Ich habe so die Schnauze voll. Machen wir den Eingangsbereich frei. Wenn das jetzt nicht geht. So, jetzt haben wir unsere 27.000 Euro. Jetzt schnappen wir uns den LKW. Bruno, wo ist Bruno? Zu Hause. Joe. Bruno gibt's nicht. So, Mission. Ändere dich. Ich habe 27.000. Etc. reden. So, kann ich jetzt zu Joe? Dann fahren wir zu Joe und hoffen, dass dieser Quatsch jetzt gleich vorbei ist. Überhaupt richtig? Ja, wir sind richtig. Wollen zu Joe. Ich bin echt dezent angepisst. Es macht mir auch keinen Spaß, jetzt überhaupt noch eine Folge aufzunehmen. Steigen. Mauer hoch. Mal schauen, ob wir jetzt zu Joe kennen. Hoffentlich ist Joe zu Hause. Nicht, dass ich hier wirklich noch komplett 27.000 verdienen muss. Verdiene 27.000 für...
Och nee. Echt? Och Mann, das hätten wir doch mal jemand sagen können. Muss ich echt hier los? So, dann nehmen wir uns den Wagen nehmen. Gut, im Chef, wie viel brauchen wir? Knapp 300. Wir werden jetzt versuchen, so einen scheiß Laden auszubauen. Spar. Wir nehmen das. Chef da. Ich hab damit nichts zu tun. Verfolgung aufgenommen. Oh, das ist echt jetzt? Alles klar. Ist das jetzt euer Ernst? Oh. Willkommen, Sir. Waffen sind hier nicht erlaubt. Raus! Bitte nicht, tu es nicht! Hä? Okay. Nein. Nein. Ach, verdammt, wow. Ne. Da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Also, das spiele ich dann morgen weiter. Tut mir leid, also das ist mir jetzt zu doof. Tja, was ein Scheiß. Da wird man während des Spielens zweimal unterbrochen. Einmal wurde nach meinem Auto gefragt, das andere Mal wurde mir eine Kiste Bier vorbeigebracht. Mit fränkischen Bierspezialitäten. Ich freue mich schon drauf, dann welche kosten zu können. Vielleicht werden wir eins trinken. Ja. Was ist in dieser Folge passiert? Wir haben in die Vergangenheit geblickt. Weit in die Vergangenheit. Und haben eine sehr bekannte Figur aus Mafia 1 wieder getroffen. Was sehr cool gewesen ist. Und was haben wir noch gemacht? Ein bisschen am Dock rumgeballert, haben uns scheinbar mit einem Mafia-Boss angelegt oder mit einem kleineren Boss. Und das wird sich echt sehr. Und ja, jetzt haben wir ein anderes großes Problem. Autos suchen, Geld verdienen. Und das auf eine unglaublich nervige Art und Weise. Das macht keinen Spaß. Also ich habe echt keinen Spaß an so einem Quatsch. Naja, das werden wir in der nächsten Folge dann machen. Das war's. Lass mir einen Daumen da. Nach oben, nach unten. Egal. Aber kommentiert den Quatsch. Wenn ihr schon negativ bewertet, sagt wenigstens, was euch negativ aufgefallen ist. Und natürlich, ihr könnt mir gerne auch ein Abo da lassen. Das ist immer gut. Dann verpasst ihr nichts. Tüdelü. Euer Stiefel.